Der Dom in Halle ist die älteste Kirche der Stadt. Dominikanermönche legten den Grundstein 1271. Das, was sie hier entdecken, geht aber zum Großteil auf die nachfolgenden Kirchenherren zurück, wie den Magdeburger Erzbischof Kardinal Albrecht von Brandenburg. Er ließ die Figuren rechts und links an den Säulen anbringen, die Christus, die 12 Jünger und Paulus verkörpern. Auch die Kanzel ließ er errichten. An der Treppenwange zeigt sie die alten Kirchenväter. Am Kanzelkorb sind die Briefschreiber aus dem Neuen Testament und darunter die vier Evangelisten und Moses zu sehen. Am Kanzelfuß lassen sich streitende Engelchen finden. Kardinal Albrecht brachte hier viele seiner Reliquien unter. Er hoffte, sich mit ihnen den Ablass seiner Sünden erkaufen zu können. Im Zuge der Reformation musste er Halle verlassen und nahm alle seine Reliquien, die nicht niet- und nagelfest waren, mit. Im 17. Jahrhundert wurde die Kirche evangelisch. Damals kam zur Einrichtung dieses Kirchstübchen dazu. Es war für die Kinder und konnte innen beheizt werden. Somit konnten die Kleinen im Warmen den Gottesdienst verfolgen. Der Altar ist auch aus dem 17. Jahrhundert. Sehen Sie den Bruch der Platte in der Mitte? Das ist kein Zufall. Die Katholiken zerstörten die Platte bewusst, als sie die Kirche infolge der Reformation verließen. Diese Treppe führt zur Orgel hinauf. 1702 bis 1703 ging hier schon der junge Georg Friedrich Händel hoch und spielte auf der Vorgängerorgel.